Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. In meiner kleinen Serie über Erweiterung zu Bosch GTS 10 XC möchte ich euch heute diesen Fräsanschlag mit Absaugung vorstellen, den ich für meinen Oberfräsentisch gebaut habe. Der Anschlag ist verstellbar und hat zwei Stoppklötze, mit denen ich Einsatz fräsen kann. Damit werde ich diese kleine GTS 10 Serie auch erstmal unterbrechen und werde euch in meinen nächsten Videos andere Projekte vorstellen. In diesem Sinne will ich gar nicht lange weiterreden, sondern sage einfach nur viel Spaß dabei und los geht's. Den Kasten, den ich für die Absaugung der Frässpäne nutzen werde, stelle ich aus 20 mm dickem Multiplex-Plattenwerkstoff her. Die Abmessung wähle ich mit 85 x 85 mm quadratisch und die Länge des Absaugkastens beträgt ca. 595 mm. Das ist genauso lang wie der Aluminiumanteil des Längsanschlags. Die Ecken des Kastens schneide ich an der Kreissäge mit dem in der Neigung verstellbaren Sägeblatt auf 45 Grad Gehrung. Zum genauen Ablängen der Seiten des Absaugkastens nutze ich meinen selbstgebauten Queranschlag. Damit kann ich alle Teile einseitig im 90 Grad Winkel anschneiden und anschließend am Längsanschlag auf gleiche Länge passend zusägen. Um die Maße für die Endstücke auszumessen, lege ich alle vier Seiten zusammen und spanne ein paar Gummis drumherum. Am Queranschlag schneide ich die beiden Endkappen gleichmäßig ab. Beim Sägen dieser kurzen Werkstücke ist Vorsicht geboten und es wird mir klar, dass ich in einem künftigen Projekt für den Queranschlag noch eine zusätzliche Andruckvorrichtung von oben für kleine Werkstücke bauen muss. So wie es sich gehört, zeichne ich alle Seiten mit einem Bleistiftstrich an, damit ich sie später beim Verleimen leichter zuordnen kann. Der Absaugkasten soll mit dem vorhandenen Längsanschlag der Kreissäge verbunden werden. Dazu nutze ich die Bohrungen, die zur Anbringung des Zusatzparallelanschlags vorgesehen sind. Die Seiten des Absaugkastens richte ich am Anschlag genau aus und bohre durch die Längsanschlagsbohrung die am Anschlag stehende Seitenplatte vor. Mit einem kleineren Bohrer werden dann die vorgebohrten Löcher ganz durchgebohrt. Auf der Rückseite, also der Seite, die im Kasten verschwinden wird, bohre ich mit einem Forstnerbohrer eine Sacklochbohrung zur Aufnahme einer Einschlagmutter. Danach bohre ich das von dem Kleinbohrer erzeugte Loch mit einem 8,5 mm dicken Bohrer nach. Die beiden Einschlagmuttern schlage ich fest in die Sacklöcher ein. Da die vorhandenen Bohrungen des Parallelanschlags der Kreissäge sehr tief sitzen, muss ich die Einschlagmuttern im Bereich der Gehrungsschnittkante noch abflexen. Als nächstes werde ich jetzt den Absaugkasten verleimen. Dazu verschraube ich das anliegende Seitenteil mit dem Parallelanschlag durch zwei lange Zylinderschrauben mit Unterlegscheiben auf der Sägeblattseite des Anschlags. Die Gehrungen verleime ich stumpf und schieße in Abständen ausreichend lange Nägel durch die Außenseiten. Zusätzlich setze ich noch ein paar Schraubzwingen an. Die vordere Endkappe, in der noch ein Loch für den Absaugschlauch gebohrt werden muss, verleime ich erst später. Die Endkappe auf der Bedienseite des Oberfräsentisches kann ich jetzt mit den Seitenteilen verkleben. Leider habe ich aus Versehen Leim auf die Endkappe angegeben. Durch die Nähe der Säge zu meiner Bandschleifmaschine und der darunter stehenden Absaugvorrichtung nutze ich dessen Schlauch, der einen Außendurchmesser von ca. 35 mm hat. Ich setze die Bohrung genau mittig auf der Endkappe an und bohre das Loch an meiner Ständerbohrmaschine sauber aus. Die Endkappe kann jetzt mit Leim eingestrichen und mit Nägeln an die stirnseitigen Gehrungen angeschossen werden. Die obere Platte verleime ich nicht, sondern verschraube sie nur. Dafür zeichne ich mir hier die Lage der Schraublöcher an, um sie anschließend an meiner Ständerbohrmaschine zu bohren. Sollte es doch einmal vorkommen, dass im Kasteninnern nicht richtig abgesaugt wird und es zu einer Späneverstopfung kommt, kann ich jederzeit die Platte zur Revision abnehmen.
Selbstverständlich habe ich die Schraublöcher noch versenkt und kann jetzt die Revisionsplatte mit einem kleinen Bohrer in die Seitenteile des Absaugkastens vorbohren und anschließend verschrauben. Zur Kontrolle halte ich immer mal wieder den Winkel an. Zum Schleifen nehme ich den zusammengeschraubten Absaugkasten noch einmal vom Parallelanschlag ab und schleife auf allen Flächen und Kanten die Bleistiftstriche und Verleimüberstände sauber ab. Dazu nehme ich einen Exzenterschleifer und einen Schleifklotz mit 120er Körnung. Da die beiden verschiebbaren Fräsanschlaglineale, die in den Tenutschienen geführt werden sollen, höher sind als der Absaugkasten, muss ich die Lage der Schiene dementsprechend höher als dessen Mitte ansetzen. Sicherheitshalber drehe ich vor dem Fräsen der Nut für die Schiene die vorderen Schrauben heraus und ersetze sie durch kürzere. Zum Einfräsen der T-Nutschiene verwende ich einen 17 mm Hartmetall-Nutfräser, den ich hier in meine Oberfräse einspanne und setze einen passenden Adapterring in die Crackplatte ein. Die zuvor angezeichnete Lage der Nut stelle ich jetzt mittels des Parallelanschlags der Säge genau ein. Anschließend drehe ich den Fräser bis zur Oberkante der Schiene. Mit einem Restholzstück habe ich vorab eine Probefräsung gemacht und nute jetzt den Kasten nach zweimaligem Nachstellen der Höhe. Das habe ich zur Reduzierung der Spanabnahme und zur Verlängerung der Standzeit des Fräswerkzeugs gemacht. Da ich jetzt die Länge der durchgehenden T-Nutschiene ermitteln will, schlage ich sie nicht ganz in die Nut hinein, um sie leichter wieder herausnehmen zu können. Hier ist deutlich zu sehen, dass die Platte, aus dem die Fräslineale angefertigt werden sollen, höher ist als der Absaugkasten und dass die Lage der Nutschiene mittig zum Fräslineal sein wird. Die T-Nutschiene schneide ich wie immer mit meiner Metalltrennsäge rechtwinklig ab. In gleichmäßigen Abständen bohre ich Schraublöcher in die Schiene und versenke sie anschließend. Eigentlich ist das nicht nötig, denn ich habe hinterher festgestellt, dass der Nutfräser hundertprozentig zu der T-Nutschiene passt und sie ohne Schrauben eingeschlagen werden könnte. Ich werde das mal bei meinen nächsten Projekten versuchen. In der Längsmitte des Absaugkastens zeichne ich mir die Lage für eine Absaugöffnung an, die ich anschließend mit einer Lochsäge an meiner Ständerbohrmaschine ausbohre. Das Loch am Ende der Bohrung stemme ich anschließend an der Linie sauber aus. Die zugänglichen Schnittkanten habe ich soweit es geht mit einer Raspel und Schleifpapier noch abgeschrägt und gerundet. Als nächstes habe ich die obere Revisionsklappe noch einmal abgeschraubt, um im Bereich der soeben erstellten Bohrung einen Saugabweiser einzubauen. Den Saugabweiser baue ich aus einem Stück Restholz, das ich beidseitig mit einer 45-Grad-Gehrung angeschrägt habe und hier an der Kreissäge auf Breite zuschneide. Mit Leim und Nägeln befestige ich den Abweiser direkt hinter dem Absaugloch im Bereich des Fräsers, damit nicht mehr Luft im Kasten abgesaugt wird, als notwendig ist. Jetzt kann die Revisionsklappe wieder an den Absaugkasten geschraubt werden. Für das vordere und hintere Fräslineal verwende ich einen Siebdruckplattenstreifen, den ich einseitig an den Enden im Bereich des Fräsers auf 45 Grad Gehrung anschneide. Anschließend kann ich die Platte gleichmäßig am Queranschlag meiner Kreissäge ablenken. Um möglichst genau die Lage der Nutensteine auf die Fräslineale zu übertragen, habe ich mir eine kleine Anreißhilfe gebaut. Aus einer 8 mm Gewindestange habe ich ein kleines Stück abgeschnitten und an einem Ende eine Spitze angeflext. Am flachen Ende habe ich einen Schlitz eingesägt, damit ich die Zentrierhilfe in den Nutenstein rein- und rausdrehen kann. Um nun die Höhe der Bohrung für die Schrauben festzulegen, die in die Nutensteine gedreht werden, brauche ich das Fräslineal nur gegen die Zentrierhilfe zu pressen. Unter das Fräslineal habe ich ein Blatt Papier gelegt, damit ich gegebenenfalls noch etwas Spiel in der Höhe habe.
Jetzt zeichne ich mir noch die horizontale Lage der zwei Bohrlöcher für die Zylinderschrauben an, mit denen die Nutensteine verschraubt werden. Das mache ich bei beiden Fräslinealen. Auf der Rückseite der Fräsliniale kann ich jetzt die zuvor ermittelten vertikalen und horizontalen Bohrpunkte mit einem Winkel und einem Metallstift auf der dunklen Siebdruckplatte anzeichnen. In den Schnittpunkten der angerissenen Linien bohre ich mit einem kleinen Bohrer durch die Siebdruckplatte. Beim Bohren der Sacklöcher auf der Frässeite der Lineale ist Genauigkeit gefragt, denn das Loch muss so tief sein, dass die Zylinderschraube mit der Unterlegscheibe nicht hervorsteht und dass die Zylinderschraube nicht länger als die Tiefe der T-Nut-Schiene ist. Nachdem ich die Sacklöcher mit einem Forstnerbohrer bei beiden Fräslinealen gebohrt habe, spanne ich mir einen 8,5 mm Holzbohrer in die Standbohrmaschine ein und bohre die vorgebohrten Löcher jetzt ganz durch. Im unteren Bereich des Absaugkastens will ich 4 Stellschrauben eindrehen, mit denen ich das Fräslineal gegebenenfalls im rechten Vertikalwinkel feinjustieren kann. Dazu zeichne ich mir ein paar Hilfslinien an, um die Stellschrauben genau unter den Festspannschrauben des Fräslineals zu positionieren. Die Stellschrauben haben einen Durchmesser von 4 mm. Dafür muss ich die Löcher mit einem kleineren Bohrer vorbohren und anschließend versenken. Die Stellschrauben drehe ich nun bündig mit einem Handschraubendreher in den Absaugkasten ein. Nachdem ich den Absaugkasten wieder an den Parallelanschlag geschraubt habe und mich von dem bündigen Sitz der Zylinderschrauben überzeugt habe, überprüfe ich die beiden Fräsliniale auf Rechtwinkligkeit zum Frästisch. Da der Absaugkasten relativ genau gearbeitet ist, brauche ich nur minimale Feinjustierung an den unteren Einstellschrauben vornehmen. Auf der Rückseite der Fräsliniale schraube ich im oberen Bereich eine weitere T-Nut-Schiene an, in der ein Start-Stopp-Klotz pro Seite verschoben werden kann. Die beiden T-Nut-Schienen, die an jedes Fräslineal geschraubt werden, länge ich wieder rechtwinklig an meiner Metalltrennsäge ab. Und auch jetzt wieder das alte Spiel, Schraublöcher in die Schienen bohren und danach versenken, diesmal aber im Schnelldurchlauf. Die beiden T-Nut-Schienen verschraube ich im oberen Bereich der Fräsliniale bündig mit der Oberkante. Um die Start-Stopp-Klötze zum Einsitzfräsen zuzuschneiden, muss ich den Absaugkasten erstmal wieder vom Parallelanschlag der Kreissäge abschrauben. Die Klötze sind nur ca. 6 cm breit, sodass ich sie aus einem Restholzstück zuschneiden kann. An meiner Querschneidvorrichtung säge ich alle benötigten Teile der U-förmigen Klötze am Längsanschlag gleichmäßig und rechtwinklig zu. Die Klötze verschraube ich nur von oben ohne Leim. Dafür zeichne ich mir 4 Löcher im gleichmäßigen Abstand an. An der Ständerbohrmaschine werden dann alle 4 Löcher pro Platte mit einem 3 mm Bohrer durchgebohrt. Nach dem Versenken der Bohrlöcher schraube ich alle Teile der Klötze zusammen. Zum Spannen der Anschlagklötze in der T-Nut-Schiene muss ich eine Bohrung für die Zylinderschrauben ermitteln. Dazu nutze ich erneut meine kleine Zentrierhilfe und zeichne mir die Höhenlage der Verschraubung auf einer Seite an. Den Anriss übertrage ich dann nach vorn auf den kleinen Teil des U-förmigen Klotzes. Mit einem 8,5 mm dicken Holzbohrer bohre ich ein Loch für die Zylinderschraube.
Die Nutensteine laufen einwandfrei in der T-Nut-Schiene und die Zylinderschrauben bieten genügend Pressdruck, um den Anschlagklotz fest einzuspannen. An der Bandschleifmaschine runde ich nun alle zugänglichen Kanten ab und schleife die Flächen sauber. Als zusätzliche Sicherheitsvorrichtung für meinen Oberfrästisch möchte ich die Schutzabdeckung meiner Scheppach-Tischfräse nutzen. Daher zeichne ich mir auf jedem Fräslineal 3 Bohrpunkte für die Schutzabdeckung an. Um die Bohrungen vertikal exakt einzubringen, nutze ich meine Ständerbohrmaschine. Beim Bohren durch tiefer Löcher sollte der Bohrer mehrmals herausgezogen werden, um eine einwandfreie Spanabführung zu gewährleisten und um den Bohrer nicht zu heiß laufen zu lassen. Nachdem ich die gebohrten Fräslineale wieder angeschraubt habe, teste ich gleich den korrekten Sitz der Schutzabdeckung und baue kurz mal eben die beiden Start- und Stoppklötze wieder an. Die beiden Klötze sind bewusst nicht bis auf die Tischkante bemessen, da so die Frässpäne besser abgeführt werden kann. Außerdem habe ich die Klötze in dieser Filmsequenz nicht rechtwinklig festgeschraubt, was ich natürlich im Bedarfsfall machen werde. Die scharfkantigen Teile der Fräslineale runde ich mit Schleifpapier etwas ab. Bevor ich den Absaugkasten mit silberner Farbe streiche, teste ich noch einmal die Saugleistung im Kasten mit feiner und grober Holzspäne. Den Kasten habe ich in mehreren Durchgängen gestrichen und die Start-Stopp-Klötze habe ich rot lackiert. Und wie immer zum Schluss bitte ich noch den folgenden Sicherheitshinweis zu beachten.